40 Tage, 40 Videos, immer um 14 Uhr. Das ist mein 40.000 Abonnenten Special an euch da draußen. Und heute Honda CB125R. Das und mehr nach dem Intro. Ja, ihr habt euch dieses Motorrad zu Hunderten in meinen Kommentaren gewünscht, dass ich es teste für euch. Und genau das mache ich heute. Vielen Dank an Honda Österreich, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Und ich hätte gesagt, los geht's. Ja, wie bei jedem meiner 125er Tests möchte ich anfangen mit der Murl, die hier verbaut ist, / Motor für alle Deutschen. So, und was ist hier für eine Murl verbaut? Hier ist eine 13,3 PS Murl verbaut. Das ist nicht 15 PS. Ja, habt ihr richtig gehört. Hier sind lediglich 13,3 PS drinnen. Und das Drehmoment bei diesem Motorrad ist 10,4 Newtonmeter bei 10.000 Umdrehungen. Wie die Kenner von euch jetzt festgestellt haben, schöpft dieses Moped nicht das A1 Potenzial aus, denn erlaubt wären 15 PS. Aber der große Vorteil von dem Motorrad, zu dem ich auch später nochmal kommen wird, aber zum Motor gehört es irgendwie dazu, das hier ist das leichteste Motorrad in der Kategorie mit 126 Kilo Fahrwert. Im Vergleich dazu, die orange Konkurrenz wiegt 134 Kilo, aber trocken. Und wo ist der Unterschied? Hier ist der Unterschied: trocken heißt ohne Flüssigkeiten und fahrfertig heißt mit Tank und allen Flüssigkeiten. Aber ich glaube, es ist nicht der volle Tank, ich glaube, es sind nur 75% vom Tank, damit man es als Vollgewicht... Egal, das ist eine zu genaue Sache, das interessiert uns gar nicht. Diese hier ist auf jeden Fall die leichteste in ihrer Kategorie, aber halt auch mit dem schwächsten Motor in dieser Kategorie. Und das ist natürlich eine Frage, die sich dann gleich bei mir aufgeworfen hat, wie ich sie abgeholt habe beim Honda Stahl in Wien. Was ist der Topspeed? Und ich durfte dann nach Hause nach Oberösterreich mit ihr fahren. Ich bin schon 473 Kilometer auf dieser Maschine unterwegs, habe sie so auch ein bisschen testen können. Und der Topspeed, ohne Spaß, liegt auf der Autobahn, wenn du dir richtig viel Zeit lässt und Zeit hast, bei um die 130 km/h. Also zwischen 120 und 130. Und ich meine jetzt nicht bergab, sondern sie kann die 120 locker auf der Geraden halten. Und sie braucht halt dementsprechend ein paar Kilometer. Aber jetzt mal ehrlich, welche 125er braucht das nicht auf der Straße? Obwohl jetzt der Motor weniger Leistung hat, merke ich es beim Fahren kaum. Aber zum Motor gehört ja mehr als nur Speed. Deshalb sprechen wir jetzt über etwas, was mir bei einer 125er besonders wichtig ist. Der Gasgriff. Und ich habe beim letzten Video von meiner Präsentation zur Duke 125 auch schon über den Gasgriff gesprochen. Und der unterscheidet sich komplett von der Duke zum Beispiel. Hier ist der Gasgriff gefühlt ewig lang. Also ich muss wirklich ewig drehen, bis ich da mal am Anschlag bin. Was für die einen eine Freude ist, weil sie sagen, oh, ich kann mein Motorrad drehen, oh, jo, jo. Ist für die anderen einfach nur nervig, weil du die ganze Zeit, gerade wenn du auf der Autobahn bist, so am Motorrad hängst, wenn du nicht umgreifst. Das ist auch mein allererster Kritikpunkt an der Honda. Ich finde, dass sich das Gas sehr indirekt anfühlt, bei ihr in diesem Fall. Ja, jetzt haben wir den Gasgriff, die Topspeed und wir haben auch so ein bisschen über den Motor schon gesprochen. Aber wie läuft er jetzt wirklich? Wie fühlt sich das Drehmoment an? Und wie ist mein Gefühl auf? Und hier muss ich sagen, ich bin mega zufrieden damit, weil der Motor besonders ruhig läuft. Es ist jetzt kein kirremachender Motorsound wie bei manch anderer, wo du denkst, ey, du willst eigentlich gar nicht hochdrehen. Hier ist ein sehr entspannter Sound und ich hatte da sehr viel Freude damit. Auch dreht er sauber hoch, was aber schon ein bisschen doof ist. Im unteren Bereich passiert einfach gar nichts, also bis 7000 Umdrehungen fährst du das Motorrad kaum. Du fängst ab 7000 an Spaß zu haben. Schön ist, dass man diesen Schaltblitz, der da die ganze Zeit blinkt, manuell einstellen kann. Ich war aber, wenn ich ehrlich bin, zu faul, den einzustellen. Aber es gibt eine Tastenkombination, da muss man sich kurz in die Beschreibung einlesen oder YouTube oder Google benutzen. Dann kann man den Schaltblitz individuell anpassen. Was abschließend zum Motor dazu zu sagen gilt, ist, dass dieser unter Lastwechsel sehr stark leidet. Was meine ich damit? In den unteren Gängen, wenn ich da am Gang Gas anziehe, so, ich bremse noch kurz runter, da ruckelt es für meine Verhältnisse schon ordentlich. Ihr seht das eh, das ist
so geil, ist ein bisschen schade. Man muss dazu sagen, wenn man sich aber mit dem Motorrad befasst und ein paar Kilometer damit fährt, stört das dich nicht mehr. Das stört dich nur, wenn du von einer anderen 125 auf diese umsteigst und da denkst du, okay, was ist da jetzt los? You know what I mean? Ja, dann springen wir weiter zu den Fahrwerken und hier muss man sagen, eigentlich ist ein Fahrwerk bei einer 125er mehr oder minder egal. Man kann mit sehr wenig Einsatz okay Ergebnisse leisten. Doch Honda hat sich gedacht, nö, wir machen was richtig Ordentliches rein und packen einfach mal ein Showa-Fahrwerk rein. Das kennt man so eigentlich nur aus der Oberklasse. Honda macht es aber in ihrer günstigsten Klasse um 4.290 Euro schon ins Motorrad rein und das ist ziemlich fein. Auch wenn ich mit 100 km/h das Fahrzeug in die Kurve drücke oder lege, habe ich kaum Bewegung im Fahrwerk drin, was irgendwie störend wäre, sondern ich kann sehr entspannt und sehr locker damit fahren. Gefällt mir richtig, richtig gut. Allgemein muss man sagen, ist das Fahrwerk sehr weich abgestimmt, es ist sehr entspannt und taugt auch was für längere Strecken. An einem Tag 300 Kilometer habe ich selbst schon getestet, von Wien nach Hause, kein Problem, funktioniert tipptopp. Ja, und der nächste Punkt, der auch wichtig ist, sind die Bremsen. Und hier muss ich sagen, holy crap, was hat Honda eigentlich davor gehabt mit ihrem Projekt? WTF. Was meine ich damit? Die Bremse hat einen ganz bestimmten Punkt, wo sie bremst. Sie hat sehr viel Leerweg dabei, also man sieht ja, hier bremst sie kaum. Und ab dann bremst sie aber sofort und instant rein. Und das wirklich gut. Ich wage mich zwar jetzt ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, aber dieses Motorrad hat die schärfsten Bremsen, die in der 125er-Szene so am Markt gibt aktuell. Also so eine scharfe, so eine akkurate Bremse kenne ich aus keiner anderen Maschine. Zusätzlich ist hier natürlich wieder ABS verbaut, was mich auch sehr begeistert, dass wir hier ABS verbaut haben. Last but not least ist auf jeden Fall dann schon das Interieur zu besprechen mit euch. Und hier gibt es ein paar Besonderheiten, aber wir fangen mit dem Standardkram erstmal an. Wir haben hier wieder eine sehr leichtgängige Kupplung verbaut, eine, wie schon erwähnt, etwas schärfere Bremse. Beides ist leider nicht einstellbar und besonders dadurch, dass man so viel am Gas drehen muss, passiert es mir, dass meine Finger teilweise nicht auf der Bremse drauf liegen, was ich nicht so feiere. Und falls ihr euch übrigens fürs richtige Bremsen interessiert, weil ihr euch fragt, warum bremse ich der Typ eigentlich nur mit zwei Fingern, verlinke ich euch hier einfach mal mein Bremsen-Video, wo ihr lernt, richtig zu bremsen. Allgemein findet ihr auf meinem Kanal so ziemlich alles zum Fahren anfangen und auch für Fortgeschrittene und auch alles an Motorradtests zu A2, A1 und A. Wenn ihr Bock habt, vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. So, weiter geht's. Dann kommen wir zum Special-Teil und das ist der zweitbeste Display in der 125er-Kategorie. Das kann sehr viel. Als allererstes kann es mal einen Gang anzeigen. Praktisch. Vorteilhaft für Fahranfänger. Als zweites habe ich eine ordentliche Tankanzeige. Als drittes einen ordentlichen Drehzahlmesser, eine ordentlich große Geschwindigkeitsanzeige, eine ordentliche Verbrauchsanzeige, eine Kilometeranzeige und all das digital wunderschön dargestellt. Ich kann den Display runterdimmen auf eine niedrigere Helligkeit, aber auch auf eine höhere Helligkeit. In meinem Fall ist jetzt hier die höchste Helligkeit eingestellt. Alles andere hier ist wie von Honda gewohnt unglaublich hochwertig verarbeitet. Was mir immer ein Genuss ist an einem Honda Motorrad, sind die Griffe. Die sehen zwar nicht immer am modisch besten aus, aber die halten das, was sie versprechen. Nämlich, du hast den Grip drauf und sie gehen nicht nach 500 Kilometer komplett in die Bernsen, so wie manch anderer Hersteller, der teuer dann seine Zubehörgriffe verkauft, weil seine Originalgriffe, die er raufgibt, nicht halten und nicht funktionieren. Das ist ziemlich praktisch und gefällt mir auch richtig gut. Steine, 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 Steine. So, nun ist der Moment gekommen, wo ihr gefragt seid. Schreibt mir eure Meinung zu diesem Fahrzeug in die Kommentare und vor allem, wenn ihr so eine CB zu Hause stehen habt und schon echte Fahrerfahrungen damit gemacht habt, schreibt eure Meinung zu dem Motorrad drin. Denn das hier war nur meine Meinung. Eure Meinung ist genauso wichtig wie meine. Schreibt sie in die Kommentare. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!